Willkommen zurück bei Enderal. Nach der letzten Aktion stehen wir jetzt hier wieder vorm Diener. Und ich glaube... Nee, das ist der Raum, genau, in den er uns am Anfang auch geführt hat mit Jesper. Aber wo ist Jesper? Das müsste der Raum sein. Da steht noch das Essen. Da wieder die beiden gekreuzten Schwerter. Okay, reden wir mal mit ihm. Er ist wahrscheinlich sehr enttäuscht, was wir in dem Anwesen hier getrieben haben. Und ich vermute ja immer noch, dass das gar nicht der Diener ist. Mal schauen. Was? Wie bin ich hierher gekommen? Wie wohl. Ich habe euch hierher gebracht. Nachdem ihr euch in mein Allerheiligstes geschlichen und euren kleinen Ausflug in die Welt der Toten getätigt habt. Nun schaut nicht so. Es war von Anfang an meine Absicht, dass ihr zu euren Erkenntnissen gelangt. Wusste davon? Ich verstehe nicht. Nein, das tut ihr nicht. Weil ihr euch nicht traut, zu hinterfragen. Es ist schon seltsam, oder? Urplötzlich werdet ihr vom Gossenkind zur Hoffnung der Menschheit und könnt von einem Moment auf den anderen das, wofür andere Jahrzehnte der Übung benötigen. Und noch besser, ihr seid einer der Boten, der das Echo der Zukunft hören kann. Aber trotzdem, ihr habt euch nie nach dem Warum gefragt. Ihr scheint die Antwort ja zu kennen. Stimmt, das tue ich. Aber wenn es eines gibt, was mich die Zeit gelehrt hat, dann, dass man manche Dinge selber begreifen muss. Man kann Menschen nicht zu Erkenntnissen zwingen. Das hat noch nie funktioniert. Woher wisst ihr von all dem? Wer seid ihr wirklich? Wer ich bin? Früher hätte ich euch darauf eine eindrucksvolle Antwort geben können, aber... Derzeit kann ich nicht sagen, was euch helfen würde. Sagen wir einfach, ich bin ein fleischloser Beobachter. In dieser Zeit kennt ihr mich vermutlich als den alten Mann. Es hieß, der alte Mann sei so alt wie der schwarze Wächter. Ganz so alt wirkt ihr nicht. Stimmt, das muss euch irritieren. Aber Zeitlosigkeit ist keine große Errungenschaft. Das werdet ihr selbst auch noch merken. Und was beobachtet ihr? Den Zyklus? Unter anderem, ja. Ein bisschen weniger Orakelei und ich könnte euch vielleicht folgen. Glaubt mir. Alles, was ich sage, ist wohl durchdacht. Aber leider hat es keinen Sinn, das Gespräch an dieser Stelle fortzuführen. Ihr habt das, wofür ihr gekommen seid, und der Rest liegt bei euch. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr einen Unterschied machen könnt. Was soll das heißen? Dass wir den Zyklus nicht aufhalten können? Doch, vielleicht könnt ihr das. Vielleicht, aber auch nicht. Wie die meisten bislang. Aber das wird sich zeigen. Nun verzeiht. Wie die meisten bislang? Gab es schon mal jemanden, der den Zyklus aufhalten konnte? Jesper suchen. Ja. Nanu. Oh, guck mal. Ein magisches Symbol. Super. 16 von 100. Da fehlen noch einige. Eine violette Malfassblüte. Münzhaufen. 11 Groschen. Das ist noch eine Eispranke. Sehr gut. Steht hier schon mal einiges rum hier. Wo sind wir überhaupt? Ah, okay. Hinter dem Gebäude.
Ja, wir gehen noch weiter Richtung Norden. Nee, okay. Norden ist ja dann wieder zurück. So, na dann wollen wir doch mal Jesper suchen. Ach nee, doch nicht hinter dem Gebäude. Irgendwie komisch. Davon ist er. Jesper? Du, aber was zum Henker war das denn? Wo ist das Haus hin? Das ist anders. Das Haus fehlt. Ja, das ist kompliziert zu erklären. Jesper, von dem Gespräch mit dem alten Mann erzählen. Versuch es. Eine Erklärung ist besser als keine. Stimmt, ey, das Haus ist weg. Aha, das klingt skurril, gelinde gesagt. Nachdem du diesen Schacht runtergefahren bist, hat irgendjemand die Tür zum Arbeitsraum abgesperrt. Und egal, was ich versucht habe, das Schloss ließ sich nicht öffnen, bis ich schließlich Stunden später urplötzlich mit dem Gesicht im Matsch lag. Kein eleganter Auftritt, das steht fest. Aber all dem zum Trotz, die Glyphen, die du auf das Papier gezeichnet hast, sehen gut aus, zumindest für mich. Also war die Mission ein Erfolg. Ich wünschte nur, ich wäre unten dabei ge... Warte mal. Siehst du das? Was denn? Eine Schatulle. Oh. Aber was ist das für ein Geräusch? Das ist das Wort der Toten. Das ist es? Aber dann hat der alte Mann es absichtlich zurückgelassen. Puh. Nenn mich voreilig, aber auf mich wirkt das, als ob dieser Kauz von Anfang an eine ganze Menge mehr als wir gewusst hat. Naja, wir sollten die Schatulle jedenfalls mitnehmen. Lass uns nach Ark zurückreisen und dem Großmeister Bericht erstatten. Die Hüter haben mir eine Teleportrolle gegeben, die uns direkt zurück in die Tempel führt. Was meinst du? Kommst du gleich mit? Geh schon einmal vor, ich will mich noch ein bisschen umsehen. Wohlan denn. Dann sehen wir uns im Tempel. Arantia von den Ereignissen berichten. Okay. Krasse Scheiße. Ist das Haus weg? Ha, geh kaputt. So. Bin mit Absicht noch nicht mit. Weiß nämlich an der Stelle noch nicht, ob ich da direkt die Hauptquest weitermachen will, denn ich wollte ja auch unbedingt nochmal hier hoch. Da müssten wir... Ja, okay, nochmal zum Piratenturm an der Bauernküste. Oh. Dann haben wir das auch erledigt. Jetzt ist natürlich ja Nacht. Ich kann mich ja nirgendwo hinlegen. Dann wurde mir noch von einem Schloss berichtet, welches ich mal besuchen soll. Das befindet sich... wo ist denn das? Alt-Serat. Südlich davon. Alter Stollen. Puh, jetzt wirst du, wo Alt-Serat war. Hier. Ach, genau hier oben. Ja, das hatten wir schon mal gesehen. Da meinte ich ja ganz am Anfang mal, ach ja, da kommen wir bestimmt später noch mal storymäßig hin. Bisher noch nicht, aber da können wir auch mal hin. Soll sich wohl lohnen. Schauen wir mal. Erstmal eins nach dem anderen.
erstmal jetzt dort hoch nochmal. Schließen wir das nochmal ab. Und oh, unser Gegenstand hat keine magische Ladung mehr. Das ändern wir direkt mal. So, wieder voll. Genau, und dann noch das mit dem Dichter erstmal, der am Adelsviertel rumhängt. Also bei Nacht suche ich hier jetzt nicht noch alles ab. Das ist mir ein bisschen, ich sehe hier kaum was. Ist für mich jetzt sehr dunkel. Schleiche mich erstmal zum Miradenturm. Und dann zur Bauernküste. Dort können wir vielleicht irgendwo schlafen, falls das Wetter dort nicht besser sein sollte. Wenn es gerade überall regnet. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Zur Bauernküste. Genau. 25 Groschen entfernt. Okay, wunderbar. Oh, das ist irgendwo ein Gegner. Mehrere Gegner. Können die zu den Leuten, die ja schon mal Geld von mir wollten? Da ist mir mal einer aufgelauert. Schnauze. Vagabunden Pack. Okay, weiter in die Richtung. Na dann, schauen wir doch mal. Wir sind auch durch irgendeine Höhle zurückgekommen. Aber ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie oder welche das war. Versuche jetzt einfach nochmal den Weg zu gehen, den wir da original mal gegangen sind. Wie spät ist es denn? 3.02 Uhr. Na gut. Können wir den schönen Mond mal bestaunen? Wird ja dann bald Tag. Nanu, da hinten leuchtet was? Ist das nochmal ein magisches Symbol? Nee, das meinte ich nicht. Da weiter hinten. Ja! Komm ich da hin? Da ist noch eine Eispranke. Cool. Da hoch. Wir können uns ja denn dann von dort, wenn wir da alles erledigt haben, oh, sind auch wieder Gegner, zurück teleportieren. Okay, ich hätte gedacht, wir kommen jetzt so durch, weil wir halt hier schon mal waren. Boah.
blauer Quarz. Wir müssen mal unbedingt ein paar Heiltränke organisieren. Okay, ich habe sogar noch einen Genesungstrank. Haben wir sogar noch. So, aber ich glaube auch, hier gab es irgendwo ein Bett zum Pennen. In der Hütte. Im Wachhaus. Auch wieder Leute, ja. Gut zu wissen, dass Gegner respawnen. War hier nicht noch ein Gegner? Waren wir ja überall schon. Goldenforst, genau. Ja, schön. Okay, und rein. Elender Bastard, was wirst du bringen? Na, du verrücktes Bein. Gibt's da nicht. Ja. Immerhin noch mal ein paar schöne Erfahrungspunkte gemacht. 100 EP pro Gegner. Wunderbar. So. Waffen weg. Waren wir schon überall? Hallo? Oh, alter Käfer. Boah, 250 EP sogar. Da gönne ich mir doch mal ein intraleer Krustenbrot. So. Genau, jetzt müssen wir hier weiter. Ah, die sind auch wieder da. Huch! Okay, so weit ist das gar nicht mehr. Es kommen noch ein paar von diesen komischen Viechern hier, die wir da gerade gesehen haben. So. Geil, bald ein neues Level. Da können wir auch mal die Erinnerungspunkte ausgeben. Einen haben wir noch. Und ja, wenn wir dann zwei haben, können wir dann nochmal in die Meditation eintauchen. So, da müsste bald der Eingang kommen. Martyrpack. Ach, guck mal. Sehe ich das Lager wieder. Oh, hier ist der Martyrführer. Sehe ich das Lager aufgetäuscht. Okay, der da hinten noch. Dann haben wir noch das Level. Oh, Ring des Schattenmagiers. Nice.
So ein Vieh. Nehmen wir Ausdauer. So, das dürfte es gewesen sein. Wo ging es denn jetzt da rein? Ah ja, okay. Das ist noch ein paar Meter. Da mussten wir damals erst den Schlüssel von diesem Wurzelkönig besorgen, bis wir da reinkamen. Und oh Gott, wenn da auch wieder alle Gegner da sind, dann gute Nacht. Da sind auch noch ein paar. Schön Action. Ach, guck mal hier, das haben wir damals übersehen. Erinnerungsbuch. Plus ein Erinnerungspunkt. Och. Das ist aber nett. Huch. So. 62 Groschen. Die kommen auf die Bank. Ich glaube, wir sind schon zu weit. Teilstück eines alten Volkes. Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Nachtschatten. Ich glaube, wir sind jetzt schon zu weit. Können uns aber auch das dort mal anschauen und dann zurückgehen. Das machen wir dann aber alles in der nächsten Folge. Das war's für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.